Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen an der Technischen Hochschule Köln zur Vorlesung Grundlagen der Elektrotechnik. Heute mit der Folge Induktivitäten. Dazu schauen wir uns zunächst einmal das Grundprinzip an. Wir lernen den Zusammenhang zwischen Strom und Spannung bei einer Induktivität kennen. Schauen uns an, wie ist der Energiegehalt. Dann lernen wir verschiedene Bauformen kennen. Und zum Schluss schauen wir uns an, wie verhalten sie sich, wenn wir sie parallel oder in Serie verschalten. Ja, eine Induktivität ist letzten Endes nichts anderes als eine oder mehrere Leiterschleifen zusammen. Wenn sie dann aufgewickelt sind, so nennt man sie dann auch Spule, sodass sie also sehr häufig dann für Induktivität auch das Synonym Spule hören werden. Letzten Endes schauen wir uns das Prinzip an, indem wir eine einfache Leiterschleife uns erst einmal anschauen. Und wir stellen uns einmal vor, wir schicken einen Strom durch die Leiterschleife. Dieser erzeugt zunächst einmal ein Magnetfeld. Nichts Ungewöhnliches. Und entsprechend erhalten wir dann also auch einen magnetischen Fluss, den dieser Strom dann erzeugt. Jetzt als nächsten Schritt ändern wir diesen Strom. Das heißt, wir haben auch ein sich änderndes Magnetfeld, also sprich einen ändernden Magnetfluss. Ein sich ändernder Magnetfluss in einer Leiterschleife wiederum sorgt aber für die Induktion einer Spannung. So, und das heißt, letzten Endes ist eine Induktivität ein Ding, was sozusagen eine induzierte Spannung selbst erzeugt durch den Strom. Die Richtung dieser induzierten Spannung ist so gerichtet, dass sie der Stromänderung entgegenwirkt. Das ist die sogenannte Lenzsche Regel. Der Herr Lenz hat das irgendwann einmal so formuliert und herausgefunden. Und aufgrund dieser Lenzschen Regel taucht das Minuszeichen auf, was wir im Induktionsgesetz in der letzten Folge kennengelernt haben. Wenn wir uns einmal anschauen, wie Strom und Spannung miteinander zu tun haben, so gilt, dass die Änderung des Stroms in unserer Leiterschleife unsere Spannung erzeugt. Und wie groß diese Spannung ist, die erzeugt wird, das beschreibt ein Proportionalitätsfaktor. In diesem Proportionalitätsfaktor gehen zum Beispiel die Anzahl der Windungen ein, die Größe der Spule und so weiter und so fort. Das können wir im Detail ausrechnen, das lernen wir später. Dieser Proportionalitätsfaktor, der wird genannt Induktivität. Der beschreibt also diesen Zusammenhang. Wir können diese Gleichung umstellen und den Strom ausrechnen. Und dann wird aus der Ableitung des Stromes wird dann ein Integral der Spannung. Das heißt, wenn wir also jetzt den Strom ausrechnen wollen, so müssen wir die Spannung über der Zeit aufintegrieren. Es gilt dann die Formel, die hier rechts steht. I von t ist gleich 1 durch L mal Integral u von t dt. Und wenn wir konkret rechnen wollen, brauchen wir das bestimmte Integral, in dem Fall von 0 bis t0. Ja, interessant ist, diese Gleichungen ähneln von der Struktur her denen an einem Kondensator. Sie erinnern sich vielleicht, dass am Kondensator die Spannung ausgerechnet wird aus dem Integral des Stromes. Wir laden einen Kondensator auf, indem wir Strom hineinschicken und eine Spannung messen. Äquivalent könnte man dann hier sagen, dass unsere Induktivität aufgeladen wird mit einer Spannung, die wir anlegen. Und der Strom ist dann ein Maß dafür, wie stark diese Induktivität geladen ist. Das Schaltsymbol für eine Induktivität sieht folgendermaßen aus. Nämlich aus 1, 2, 3 solchen Halbkreisen
die symbolisieren sollen, dass eine Induktivität üblicherweise mit mehreren Windungen gewickelt ist zu einer Spule. Wir verwenden das das Variablensymbol L. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Wahrscheinlich war es einfach noch frei im Alphabet. Auf jeden Fall üblich ist eben für eine Induktivität ein L zu verwenden. Gegebenenfalls noch mit einem Index. Der Punkt, der manchmal bei Induktivitäten hinzugezeichnet wird, gibt den Wickelsinn an. Das ist wichtig, wenn wir zwei Induktivitäten nebeneinander liegen haben, dann ist der Wickelsinn wichtig dafür, wie sie sich verhalten. Wenn wir eine einzelne Induktivität haben, ist das nicht weiter relevant, deswegen wird er für einzelne Induktivitäten normalerweise weggelassen. Es gibt ein veraltetes Symbol aus dem deutschsprachigen Raum, das sehen Sie hier dargestellt. Das entspricht praktisch einem rechteckigen Kästchen wie bei einem ohmschen Widerstand, allerdings ist es hier schwarz ausgefüllt. Ich habe mal nachgeschlagen, in der aktuellen Fassung der DIN, die Schaltsymbole beschreibt, ist also dieses Zeichen als veraltet benannt, während also aktuell man für Induktivitäten eben dieses hier mit den drei Halbkreisen verwenden soll. Ich selber habe vor gut 30 Jahren studiert und da war dieses rechteckige, ausgefüllte Kästchen noch nicht veraltet. Das sitzt bei mir auch ziemlich drin, also es könnte durchaus schon mal vorkommen, dass ich aus Versehen oder wie auch immer tatsächlich noch dieses veraltete Schaltsymbol nutze. Ich hoffe, Sie sehen es mir nach. Ja, das Variablensymbol L haben wir schon kennengelernt. Die Einheit für Induktivitäten ist das große H, das bezeichnet Henry. Und in Grundeinheiten können wir die Einheit für Induktivitäten in Voltsekunden pro Ampere bezeichnen. Ja, Größenordnungen für Induktivitäten liegen so im Bereich einige Henrys, Millihenry, Mikrohenry, manchmal auch sogar Nanohenry. Das ist also der Bereich, in dem Induktivitäten auftreten. Wenn Sie Induktivitäten von mehreren 100 Henry haben, so sollten Sie also erst einmal genauer überlegen, ob das seine Richtigkeit hat. Das ist dann schon eine sehr große Induktivität. Also zumindest, sie muss nicht unbedingt von der Bauform groß sein, aber das ist ein Wert, der eher selten vorkommt. Typisch, wie gesagt, sind Werte im Millihenry-Bereich, Mikrohenry-Bereich. Diese Werte werden Ihnen wahrscheinlich noch häufiger begegnen. Ja, wie ich schon sagte, eine Induktivität können wir betrachten als Speicher, bei dem der Strom, der in der Induktivität fließt, praktisch das darstellt, praktisch die Zustandsgröße darstellt, wie eine Spannung beim Kondensator. Das bedeutet, die Induktivität möchte diesen Strom nach Möglichkeit gerne auch beibehalten, ihren Ladezustand beibehalten. Und deswegen können wir also eine Induktivität praktisch als Stromspeicher betrachten. Und da sie eben den Strom möglichst konstant halten möchte, wirkt sie in einer Schaltung in erster Näherung wie eine Stromquelle. Vergleichen Sie es mit einem Kondensator, der wie eine Spannungsquelle wirkt. Dann haben wir einen schönen Vergleich. Ja, schauen wir uns einmal an, was die Gleichung, der Zusammenhang zwischen Strom und Spannung bedeutet. Das heißt, wir versuchen einmal eine Induktivität aufzuladen mit einer konstanten Spannung. Wieder hilft der Vergleich bei einem Kondensator, den wir dann mit einem konstanten Strom aufladen würden. So, jetzt haben wir also hier einen Schaltkreis, eine Induktivität L, die zum Zeitpunkt t gleich 0 entladen ist und dann schalten wir zum Zeitpunkt t gleich 0 diesen Schalter und die Spannung U0 wird an die Induktivität angelegt. Wie gesagt, die Spannung ist konstant und was passiert jetzt mit dem Strom? Ja, wir erinnern uns, der Strom folgt der Gleichung integral U von t dt
Bei einer konstanten Spannung bedeutet das, dass der Strom linear ansteigt. Ja, das ist so ähnlich wie wenn Sie einen Kondensator mit einem konstanten Strom aufladen, so steigt die Spannung linear an. Hier genau umgekehrt. Da die Spannung konstant ist, können wir für diesen speziellen Fall das Integral auch bequemer schreiben. Das heißt, wir können jetzt hier den Strom als Zeitfunktion schreiben, U0 mal T0 durch L, wenn wir eben für den Zeitpunkt T0 den aktuellen Strom ausrechnen wollen. Wir können dann auch ausrechnen, wie groß die Energie in der Spule ist. Dazu müssen wir die momentane Leistung über der Zeit auf integrieren, wie wir das ja in einer der vorherigen Folgen kennengelernt haben. Ja, die momentane Leistung ergibt sich aus U von T mal I von T. U ist konstant, sodass also die Leistung sich beschreibt aus I von T mal U0. Und wenn wir dann diese Gleichung, die wir für den Strom I haben, einsetzen, so können wir das Integral lösen und kommen zu der bekannten oder unter Fachleuten bekannten Gleichung. Die Energie W einer Spule ist 1/2 mal Li Quadrat. Also 1/2 mal Induktivität mal Strom zum Quadrat. Die Energie nimmt also quadratisch mit dem Strom zu und sie nimmt mit dem Wert der Induktivität ebenfalls zu. Ähnlich wie bei Kondensatoren ist auch der Energiegehalt oder besser gesagt der maximale Energiegehalt einer Induktivität ein erstes Maß für die Baugröße einer Induktivität und deswegen ist es wichtig, dass Sie das ausrechnen können. Ja, wir kommen jetzt zu der Frage, wie können wir denn aus gegebenen geometrischen Daten diese Induktivität, diesen Zusammenhang ausrechnen. Das möchte ich Ihnen jetzt einmal kurz herleiten. Und zwar anhand eines vergleichsweise einfachen Beispieles. Wir haben jetzt hier also einen magnetischen Kern. Das heißt also ein mehr oder weniger ringförmiges Stück aus einem magnetisch leitenden Material, also mit einer hohen Permeabilität μr. Wir gehen mal zunächst mal davon aus, dass dieser Kern überall denselben Querschnitt hat. Der ist hier angegeben. Und er hat insgesamt eine effektive Länge, die jetzt hier als gestrichelte Linie ebenfalls dargestellt ist. Durch diesen Kern lassen wir jetzt Strom hindurchfließen und das machen wir, indem wir praktisch hier eine Wicklung aufbringen, sodass also der einfache Strom I sich mit Anzahl der Wicklungen N erhöht, sodass wir also insgesamt eine Durchflutung Theta haben, die sich aus Theta ergeben, die sich aus N mal I ergibt. Der Fluss ergibt sich hier bekanntermaßen ja aus der magnetischen Flussdichte B mal die Querschnittsfläche, die wir haben. Das heißt, wir haben also jetzt hier einmal unsere magnetische Flussdichte, unsere magnetische Feldstärke, Querschnittsfläche, Länge des Kerns haben wir soweit gegeben. Unseren Fluss Phi können wir aber auch beschreiben aus der induzierten Spannung, die wir an der Wicklung erhalten, wenn wir den Strom I sich zeitlich ändern lassen. Dann gilt ja für die Spannung U ist gleich d phi nach dt, also die Ableitung nach der Zeit. Entsprechend umgekehrt können wir den magnetischen Fluss als das Integral der Spannung über der Zeit beschreiben. Das heißt, wir haben also praktisch den magnetischen Fluss mehr oder weniger unmittelbar verknüpft mit der induzierten Spannung. Bekanntermaßen ist die Durchflutung Theta N mal I, also die Anzahl der Ströme, die hier durch diesen Kern hindurchtreten. Also das ist nichts weiter Neues. Ja, wir haben auch den magnetischen Widerstand kennengelernt, der eben das Verhältnis von magnetische Flussdichte durch magnetische Durchflutung ist. Lambda ist gleich Phi durch Theta. Sie erinnern sich hoffentlich an die
vorherige Folge. Entsprechend können wir unseren magnetischen Leitwert, ich hatte eben Widerstand gesagt, das war falsch, es ist der magnetische Leitwert, ausrechnen, indem wir die Formeln für Spannung und Strom einsetzen, sodass dann für den magnetischen Leitwert Lambda gilt, das ist 1 durch n Quadrat mal das Integral über der Spannung geteilt durch den Strom. Das n taucht einmal hier auf und als Produkt gibt dann das Quadrat. Soweit, so gut. Das heißt, wir haben jetzt hier unseren magnetischen Leitwert als Funktion von Strom und Spannung. Vergleichen wir das einmal mit der Definition für die Induktivität, die wir in der vorherigen Folie hatten. So können wir schreiben, dass unsere Induktivität L ist das Integral der Spannung geteilt durch den Strom. Sie sehen, diese beiden Gleichungen ähneln sich sehr stark und wir können praktisch direkt sagen, dass unsere Induktivität L, die wir definiert haben, die ergibt aus n Quadrat mal magnetischem Leitwert. Das führt direkt zu einer neuen Erkenntnis, nämlich, dass unser magnetischer Leitwert im Grunde nichts anderes darstellt als die Induktivität, die sich für diesen Magnetkern ergibt, wenn wir nur eine einzelne Windung darum schlingen. Wenn n gleich 1 ist. Sehen Sie, ist L gleich magnetischer Leitwert. Das nächste, was an dieser Gleichung wichtig ist, Achtung, die Induktivität ist abhängig von n². Das heißt, wenn wir die Anzahl der Windungen verdoppeln, vervierfacht sich die Induktivität. Merken Sie sich das ganz besonders und wenn Sie sich eine Formelsammlung erstellen, so kringeln Sie sich dieses Quadrat an. Das ist nämlich ein sehr, sehr beliebter Fehler in Prüfungen, dass dieses Quadrat vergessen wird. Viele Studierende berechnen die Induktivität proportional zur Anzahl der Windungen. Und wie wir gerade gesehen haben, das ist falsch. Ja, wir können auch jetzt hergehen und die Erkenntnisse aus der vorherigen Folge nutzen und den magnetischen Leitwert direkt aus den geometrischen Größen ablesen oder berechnen. Und es gilt ja bekanntermaßen, dass der magnetische Leitwert μ0 mal μr mal die Querschnittsfläche a geteilt durch die Länge l ist. Die Größen a und l gelten natürlich jetzt hier für diesen einfachen, überschaubaren Magnetkern, sodass wir sie da geometrisch ablesen können. Es kommt aber häufig vor, dass ein solcher magnetischer Kreis vielleicht nicht aus einer gleichmäßigen Querschnittsfläche hat. Ja, sind dann vielleicht Bereiche, bei denen er schmaler ist oder breiter ist. Ebenso kann es sein, dass die Länge nicht so ganz deutlich ist, weil vielleicht noch weitere Ecken und Kanten dabei sind. Und dann definiert man kurzerhand eine effektive Querschnittsfläche für den magnetischen Kern und eine effektive Länge, die dann also alles in allem beschreibt, sodass man dann einen magnetischen Leitwert nach der hier gegebenen Formel ausrechnen kann. Noch einfacher ist es, praktisch den magnetischen Leitwert anzugeben. Und tatsächlich ist es so, dass das sehr häufig auch gebraucht wird, denn kommerzielle Induktivitäten werden eher selten komplett fertig, so wie Kondensatoren oder Widerstände auf Leiterplatten gelötet. Viel häufiger ist es so, dass Sie später dann Induktivitäten, insbesondere wenn es sich vielleicht um Schaltnetzteile oder größere Bauteile handelt, sich diese Spulen selber wickeln müssen. Dann müssen Sie aus einem Datenblatt, aus einem Katalog einen entsprechenden Magnetkern auswählen. Zudem gibt es dann einen sogenannten Wickelkörper. Da können Sie dann den Draht dann aufwickeln und dann müssen Sie kräftig mitzählen, wie viele Windungen da drauf kommen, denn die Anzahl der Windungen ist dann entscheidend, welche Induktivität Sie dann erzielen. Und es ist natürlich wichtig zu wissen, welchen magnetischen Leitwert hat ein solcher Magnetkern. Das wird üblicherweise im Datenblatt angegeben.
Ich weiß, im Datenblatt von Ferrox Cube, einem der wesentlichen Hersteller, der früher einmal zu Philips gehörte, wo ich auch früher einmal gearbeitet habe, dort wird der magnetische Leitwert angegeben als sogenannter AL-Wert. Das heißt, wenn Sie dort im Datenblatt und bei anderen Herstellern ist es ähnlich, nach dem magnetischen Leitwert schauen, dann schauen Sie nach dem AL-Wert. Das ist der Wert, den eine Induktivität mit einer Windungszahl von 1 hat. Und Sie können dann eben bequem die Induktivität ausrechnen, indem Sie mit n² multiplizieren. Entsprechend können Sie dann auch umgekehrt wiederum, wenn Sie eine bestimmte Induktivität haben wollen, die Anzahl der Windungen ausrechnen. Logisch, ne? Gut, alternativ wird in Datenblättern für Magnetkerne auch schon mal die effektive Kernquerschnittsfläche, A-effektiv, die effektive Kernlänge angegeben. Das hatte ich ja eben schon erläutert. Zusätzlich müssen Sie dann, wenn Sie dann den magnetischen Leitwert ausrechnen wollen, auch die Permeabilität kennen. Mit etwas Glück wird sie direkt angegeben, aber oft haben Sie bei einem Magnetkern zusätzlich noch die Wahl, unterschiedliche Materialien zu verwenden. Dann müssen Sie dann tatsächlich noch einmal nachschlagen und bei dem passenden Material die Permeabilität R nachschlagen, bis Sie dann in der Lage sind, ausrechnen zu können, wie groß wird die Induktivität. Wenn ich eine Spule baue mit dem und dem Kern und aus dem und dem Material mit so und so viel Windungen. Gut, das ist tatsächlich, das taucht häufiger auf, das sollten Sie zumindest können, so schwer scheint das auch nicht zu sein, aber manchmal ist es natürlich auch bequemer, manche Sachen sind auch, können Sie auch direkt ausrechnen oder bequemer ausrechnen, ohne im Datenblatt nachzuschlagen. Was also relativ zuverlässig und gut geht, das sind sogenannte Ringspulen oder auch Toroidspulen, Toroidal Coils auf Englisch. Und ich habe mal hier so ein Beispiel. Das ist üblicherweise ein runder Magnetkern, um den dann eben ringförmig, wie hier auf dem Bild dargestellt, eine Wicklung aufgebracht ist. Und Sie können hier also üblicherweise den äußeren Durchmesser dieses Ringkerns und den inneren Durchmesser, die werden üblicherweise angegeben. Um die magnetische Länge auszurechnen, brauchen Sie allerdings den mittleren Durchmesser, weil der letzten Endes entscheidend ist, sodass Sie dann also den Mittelwert aus äußeren und inneren Durchmesser verwenden müssen, wie hier dargestellt. Dann können Sie auch den effektiven die effektive Kernlänge ausrechnen. Und jetzt ahnen Sie schon, wie die Gleichung dann für die Induktivität eines solchen Kerns lautet. Der magnetische Leitwert ist, wie gerade eben auch, μ0 mal μr mal a durch L effektiv oder μ0 mal μr mal a durch Pi mal mittlerer Durchmesser, was nämlich genau diesen Umfang ergibt. Ja, wenn wir jetzt noch die Anzahl der Windungen hinzutun, dann müssen wir das Ganze mit n multiplizieren, um die Induktivität zu erhalten. Ja, wir können uns einmal anschauen, aus Interesse, wie die magnetische Feldstärke in einem solchen Ringkern ist. Die Durchflutung n mal i, die ergibt sich ja gerade aus dem Ringintegral h mal ds. Das Ringintegral heißt, wir müssen also einmal herum. Stellen Sie also vor, diese ganzen Windungen jetzt hier nicht praktisch um den Kern herumgewickelt, sondern als durchgehende Leiter durch den Kern hindurch. Und dann sehen Sie, wenn wir hier einmal den Kern entlang fahren, einmal komplett im Gang herum, dann würden wir praktisch diese Stromlinien komplett im Gang einmal umfahren. Das heißt, einmal komplett die Durchflutung n mal i messen können. So, und wenn wir dann also auf diesem Pfad das Ringintegral ausrechnen, ja, dann bekommen wir den Zusammenhang zwischen magnetischer Feldstärke und dieser Durchflutung. Und wenn wir dann noch sehen, diese ganze Geometrie hier, die ist ja nicht vom Winkel abhängig. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass also überall die magnetische Feldstärke gleich ist. Dann können wir also bequem ausrechnen, n mal i ist gleich magnetische Feldstärke mal der Umfang, also L effektiv.
aufgelöst, kriegen wir dann entsprechend nach der magnetischen Feldstärke raus. Die magnetische Feldstärke in unserem Kern ist N mal I durch den Umfang Pi mal D. Außerhalb dieses ganzen Ringkerns ist das Magnetfeld, die magnetische Feldstärke allerdings exakte Mang 0. Denn egal wie, wo Sie welchen Pfad hier als geschlossene Kurve nehmen, insgesamt werden Sie nie eine Kurve finden, in dem noch ein, durch die noch ein Strom als Durchflutung fließen kann. Deswegen ist bei einem solchen Ringkernspule das Magnetfeld in dem Ringkern konzentriert und außerhalb ist es null. Ja, weitere Induktivitäten, die bekannt berühmt sind, das ist die lange, dünne Zylinderspule, hier dargestellt. Der Magnetkern, den man dann aufbringt, hat üblicherweise eine sehr hohe Permeabilität μr. Und das führt dazu, dass in diesem Fall sich der magnetische Fluss hier konzentriert und das magnetische, die magnetische Feldstärke ebenfalls. Und in erster Näherung, um die Induktivität einer solchen Anordnung zu berechnen, gehen wir mal davon aus, dass hier außerhalb die magnetische Feldstärke vergleichsweise gering ist und deswegen auch wir sagen können, die Induktivität berechnet sich im Wesentlichen als effektive Länge ist der Kern von links nach rechts hier, der Kern, der im Magnet in der Spule drinsteckt. Die effektive Querschnittsfläche ist der Querschnitt dieses Ganzen und damit bekommen wir dann für die Induktivität dieser Spule die klassische Gleichung n² mal μr mal μ0 mal Querschnittsfläche a geteilt durch Länge der Wicklung. Ich muss Ihnen sagen, diese Gleichung ist eine grobe Näherung. Das heißt, gerade solche Spulen, die keinen geschlossenen Ringkern haben, wie gesagt, das ist eine sehr grobe Näherung, mit der Sie ungefähr die Größenordnung ermitteln können. Ich selber habe schon Erfahrung gemacht, dass man da sehr schnell 30, 40, 50% daneben liegt. Das heißt also, im Zweifelsfall würde ich Ihnen für ein konkretes Projekt eine solche Spule weniger empfehlen, sondern tatsächlich eher eine mit einem geschlossenen Kern aus dem Datenblatt. Ja, mit solchen Kernen aus dem Datenblatt können Sie die Induktivität zusätzlich beeinflussen, indem Sie einen Luftspalt aufbringen. Und in Datenblättern sind dann häufig dann auch die magnetischen Leitwerte mit unterschiedlichen Luftspalten angegeben, brauchen Sie nur nachschlagen. Wo nicht, können Sie die Induktivität dieser Anordnung auch berechnen, überschlagsmäßig, in der Annahme, dass nämlich, wenn die Permeabilität sehr hoch ist in diesem Kreis, haben wir die magnetische Feldstärke im Wesentlichen im Luftspalt. Das heißt, im Luftspalt steckt praktisch die ganze Energie der Spule und die Induktivität ergibt sich im Wesentlichen aus dem, was hier am Luftspalt passiert. So, und dann ist entscheidend die Länge des Luftspaltes, die Querschnittsfläche des Luftspaltes. Und da wir hier aus um Luft sich handelt, fällt eben das μr raus. Dafür haben wir eben dann eine sehr kurze unter Umständen Luftspaltlänge, sodass dann unterm Strich gesehen die Induktivität vielleicht trotzdem noch ganz groß ist. Wir haben also hier zwei Näherungen zur Berechnung gemacht. In diesem Fall hier oben könnten wir annehmen, dass das Magnetfeld im Wesentlichen sich im Kern befindet und sich die Induktivität dadurch ergibt. In diesem Fall hier ist es so, dass wir im Wesentlichen annehmen, das Magnetfeld ist im Luftspalt und bestimmt die Induktivität. Ja, weitere Induktivitäten wäre hier eine planare, flache Spule. Damit habe ich mich zurzeit bei Philips einmal beschäftigt und dann selber mit Hilfe von Messungen diese Näherungsformel hier hergeleitet, die für den Fall gilt, dass die Spulen der innere und der äußere Durchmesser nicht so weit beieinander sind. Dann können Sie also diese Gleichung als vernünftige Näherung nutzen. Das hat sich als ganz praktikabel erwiesen. Sie sehen auch hier wieder n², das heißt also das Quadrat der Anzahl der Windungen taucht auch hier wieder auf.
Ja, eine letzte Anordnung möchte ich hier noch darstellen. Wenn Sie eine lange Leitung haben mit einem Hinleiter und einem Rückleiter, so spannen diese Drähte jeweils auch eine Leiterschleife auf, die eine Induktivität bilden. Das heißt also, eine lange Leitung hat gleichzeitig zum Widerstand auch noch eine Induktivität. Und leicht einzusehen ist, dass die Fläche dieser Leiterschleife mit der Länge linear zunimmt. Ja, wenn sie doppelt so lang ist, haben wir doppelt so viel Fläche. Das heißt, diese Induktivität ist eine flächenbezogene Induktivität. Falsch, eine längenbezogene Induktivität. Das heißt, je länger die Leitung, desto größer und das proportional. Diese Gleichung, die Sie hier sehen, die stammt aus Literaturangaben und wir haben jetzt hier zwei Terme. Ein Term, der ist unabhängig von der Geometrie, der beruht auf dem Magnetfeld, was innerhalb der Leiter existiert. Und dann haben wir also eine äußere Induktivität, die auf der Anordnung, Abstand und Durchmesser der Leiter beruht. Alles zusammen ergibt dann typischerweise so 0,1 bis 1 Mikrohenry pro Meter für ein Kabel. Das heißt, wenn Sie also 1 Meter Kabellänge haben, Hin- und Rückleiter, irgendwo zwischen 0,1 und 1 Mikrohenry können Sie als Daumenregel ansetzen, was zusätzlich an Induktivität hinzukommen könnte. Ja, zum Schluss möchten wir uns noch einmal damit beschäftigen, wenn wir nicht nur eine, sondern mehrere Induktivitäten haben, wenn wir sie in Reihe verschalten, wie hier dargestellt, so ist die Sache einfach, die Induktivitäten addieren sich. Und wenn wir eine Parallelschaltung betreiben, so addieren sie sich nicht, sondern sie verhalten sich genau wie Widerstände. Es gilt das nämlich, dass die Kehrwerte der Induktivitäten sich addieren und der entsprechend dem Kehrwert der Gesamtinduktivität ergibt. Genau wie bei Widerständen, das heißt also, Sie können also die Gleichungen und auch die Rechenmethoden, die Sie bei Widerständen zur Parallel- und Serienschaltung gelernt haben, auch für Induktivitäten anwenden. Damit möchte ich für heute zum Schluss kommen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.